Langeweile kam in den Herbstferien in Dülmen nicht auf, denn die neue Spinnerei lud wieder zum Kulturrucksack-Camp ein. Dieses Mal stand das Thema Weltraum im Vordergrund. Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm des Landes NRW, mit dem speziell Kreativangebote für Kinder von 10 bis 14 Jahren unterstützt werden. Und im Rahmen dieses Förderprogramms bieten wir hier in Dülmen seit einigen Jahren immer verschiedene Veranstaltungen an, unter anderem dieses Kulturrucksack-Camp, was jetzt von Dienstag bis Freitag stattgefunden hat in der neuen Spinnerei. Es ist halt ein Camp, das heißt, es hat auch einen Camp-Charakter. Die Kinder sind von 10 bis 16 Uhr täglich bei uns. Es wird hier genau zusammen gegessen, gespielt und natürlich sind wir zusammen kreativ auch in den Workshops. Zum Abschluss des Kulturrucksack-Camps waren am Freitag die Eltern eingeladen, um sich die gebastelten Sachen ihrer Kinder zeigen und erklären zu lassen. Mein Name ist Friederike Kerkhoff. Während der vergangenen Woche war meine Tochter Margareta in der neuen Spinnerei in Dülmen. Ja, ich bin sehr begeistert, zum einen von dem Kulturprogramm für Jugendliche und Kinder in Dülmen und zum anderen von dem Kulturrucksackprogramm. Wir wohnen im Nachbarort und benutzen aber auch die App der neuen Spinnerei und werden dadurch aufmerksam auf viele gute Angebote, bei denen die Kinder hier kreativ werden können und in neue Welten eintauchen. Mit dabei Margareta Kerkhoff. Sie brachte ihre Mutter bei der Präsentation ihrer Kunstwerke zum Staunen. So. Wir hatten die Möglichkeit, Sitzhocker zu bemalen und zu bebasteln. Wir konnten Mondlampen bauen. Wir konnten mit Graffiti sprayen. Wir haben Masken für einen Schwarzlichttanz gebastelt, an dem wir teilnehmen konnten. Dies ist ein Sternzeichen, das ist mein Sternzeichen. Das ist Jungfrau oder halt auch Virgo. Mhm. Wir konnten mit nachtleuchtenden Aufklebern arbeiten, die man zum Beispiel auch unter die Zinken zieht. Ah, toll. Soll das blinken oder stehen? Wir haben aus Gips in eine Form gegossen und dann konnten wir die bearbeiten. Und dann haben wir einen Rand dafür gebaut. Mhm. Meine ist jetzt eine Hängelampe und die kann man auch noch anmachen. Am Ende des Camps große Begeisterung für das tolle Projekt. Ich war ganz begeistert davon, wie die Werke aussehen. Während der Woche hat meine Tochter natürlich zwischendurch erzählt, wir haben heute einen Planeten gemacht und morgen machen wir Folgendes. Und ich habe dann immer so einzelne Schlagwörter bekommen oder ich habe auch von Materialien gehört, die sie benutzen wollen. Aber wirklich gesehen habe ich heute das Ergebnis erst und ich fand alle Dinge sehr beeindruckend, die hier entstanden sind. Das Projekt soll im nächsten Jahr mit einem ganz anderen Thema neu gestartet werden.